und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play auf unserem Kanal. Wie wir ja gesehen haben, ab 21 Uhr gibt es jetzt immer Horrorspiele. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit The Coma, ein koreanisches Spiel. Mir eben nur mal so die ersten 2 Minuten angeschaut. Das ist natürlich schon eher textbasiert. Wir müssen natürlich auch ein bisschen rumlaufen und Sachen machen. Aber in erster Linie ist es schon so ein psychologisches Horrorspiel. Ich bin mal sehr gespannt. Sah ziemlich cool aus. Muss natürlich dazu sagen, ich bin ein großer Fan von koreanischen Filmen. Ich denke mal, einige kennen natürlich Oldboy zum Beispiel, das gehört ja zu einer Rache-Trilogie. Aber auch ansonsten gibt es sehr, sehr viele gute koreanische Filme in viele verschiedene Richtungen. Es muss gar nicht immer so in diese brutale Richtung gehen. Wobei diese Rache-Trilogie mit Oldboy, ich weiß gar nicht mehr, wie der letzte heißt, wo sie den Lehrer umbringen im Endeffekt, der die Kinder misshandelt hat. Also das sind schon sehr, sehr heftige Filme, sehr, sehr brutale Filme, die aber immer so eine psychologische Komponente haben, wo ich mir denke, wow, ein Europäer, ein Amerikaner würde so einen Film nicht machen. Und das erhoffe ich mir eigentlich auch so ein bisschen von diesem Spiel. Wir spielen einen Schüler, der quasi in den Endprüfungen unterwegs ist, in den Final Exams, wie es hier immer heißt. Und ich glaube, so ein bisschen die Realitäten werden verschwimmen. Wir sehen hier auch schon The Coma. Er hat Albträume. Am nächsten Tag weiß er gar nicht mehr, ob die real waren oder nicht. Also so viel zum Thema Albträume. Wir gehen einfach mal ins Spiel rein. Ich werde es versuchen, immer so ein bisschen zu übersetzen. Jetzt nicht immer wortwörtlich, weil vielleicht auch mal ein Wort ich nicht übersetzen kann zum Beispiel. Aber ich denke mal, die meisten, die das hier anschauen, können ja Englisch. Deswegen muss ich nicht alles übersetzen. Ich versuche es mal so dem Sinne nach zu übersetzen. So, jetzt gehen wir einfach mal ins Spiel rein. Genug Gelaber. The Coma Cutting Class. Wir beginnen natürlich eine New Story. Der Entwickler ist Divespresso Games. Und wir schauen es uns jetzt mal an. Wir beginnen eine New Story. Wir spielen den guten Jung Ho. Deswegen sagen wir auch, mein Name ist Jung Ho. Ich bin ein Neuling an Seva High School. Heute ist das Ende der finalen Examen. Für viele von uns ist das der jüngste Tag oder das jüngste Gericht. So, wir sehen so ein bisschen von den Illustrationen her ein bisschen sketchig, also ein bisschen ja, schraffiert würde ich es fast nennen. Eigentlich ganz cool gemacht, jetzt gar nicht so in diesem Anime-Style. So, was sagt uns der gute Jung Ho denn noch? Er muss also gut sein, heute bei den Tests die endgültigen Noten. Und irgendeine Hoffnung auf einen ruhigen, friedlichen Sommer hängen heute, also daran hängt es heute quasi. Und weil er das weiß, hat er die ganze Nacht durchgearbeitet. Also, das sieht man ihm auch an. Ein bisschen verpennt der Gute. Er ist natürlich dann trotzdem noch eingepennt, aber er weiß gar nicht mehr, wann er eingeschlafen ist. Und die Albträume, die er hatte, die waren komisch. Die Details sind verschwommen. Aber er hat eine große Furcht verspürt. Da sehen wir schon, dass es alles ein bisschen crazy sein wird. Ich hoffe nur, dass es nicht dasselbe Gefühl sein wird, wie wenn ich, das ich habe, wenn ich mir meine finalen Noten anschaue. Aber darüber mache ich momentan gar keine Sorgen. Ich glaube, weil er verschlafen hat. Warum ist der Alarm nicht losgegangen? Warum hat der Wecker nicht geklingelt? Und jetzt können wir auch schon mal ins Spiel reingehen. Wir sehen schon die Steuerung. Ist relativ einfach. To walk, press A and D. To run, hold shift while walking. Das kriegen wir, denke ich, mal hin. I better make a move. Wir bewegen uns mal. I should get to class before my exam starts. To check your current objective, press W. Dann machen wir das doch mal. Also, so late. Why didn't I hear my alarm? I better hurry. Okay, das ist also unsere momentane Aufgabe. Jetzt können wir hier laufen. So rennt der Gute. Sehr sexy, muss man sagen. Generell, die Mimik ist ein Traum. Also können wir hier schon interagieren, dass er da irgendwas macht? Können wir uns was anschauen? Momentan nicht. Da haben wir den Rucksack, ein Notizbuch. Ah, okay, da unten können wir uns quasi die Mission nochmal anschauen. Und dann gehen wir mal weiter. Wow, who's that? Holy crap, I think she's checking me out. Alright, play it cool, Jung Ho. Also wir sehen schon, er ist scharf auf diese junge Dame in diesem kurzen Röckchen. Dann playen wir es mal cool. To interact with objects or talk to people, press E near the target. Dann gehen wir doch mal ran. Und dann drücken wir E. Das mache ich im Privatleben auch immer so. Ich drücke immer E. Hallo, E. Aha, ja soll. Was? Je soll. Super Name, habe ich noch nie gehört. So, Jung Ho, was sagen wir dann? Hey, cool name tag, Yesol. That's a pretty name.
Also, sie hat einen schönen Namen und wir sehen schon, sie ist auch super interessiert an uns. Sie guckt angepisst zur Seite, hat die Hände bandagiert. Ganz merkwürdig. Das habe ich jetzt im echten Leben noch nie gesehen, dass sie immer die Hände so bandagiert hat. Da irgendwie auch ein Ring oder was ist das? Aber das ist der Daumen wahrscheinlich auch noch. Nee, ist auch noch bandagiert, Entschuldigung. Sie hat ungefähr 12 Sachen um den Hals hängen. Sie scheint wichtig zu sein. So, dann haben wir unsere Anmache doch schon mal gemacht. Sie ist begeistert, wie wir sehen. Sie ist sowas von euphorisch. Your uniform's different. You from another school or something? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich denke mal, wir bekommen 3 Punkte. Oh, you're late. Oh, sie spricht mit uns jetzt. Oh, wir werden heiraten. Was? You're late. Run along or you're gonna get in trouble. No worries. There's still time to burn. By the way, I'm Young Ho. Ja, klar, die finalen Prüfungen und wir wollen hier erstmal die gute Yesol klar machen. Sie ist nicht interessiert. Das sieht man auch schon an ihrer Mimik. Jetzt schaut sie wieder zur Seite. Also, naja. So, in Klammern steht das, also denken wir das. Damn, real smooth, Young Ho. Nice name tag. What the hell was I thinking? Still, this chick's cold as ice. She's as cold as ice. Ja, singen sollte ich wahrscheinlich nicht. Oh, jetzt können wir sogar vorbei. Können wir noch weiter mit ihr reden? Hey, you use any messaging apps on your phone? Er ist echt drauf. Ich glaube, Flirten für Anfänger nennt man das. So, aber sie guckt jetzt immerhin geradeaus. I'll take that as a no. Also, ja. Goodbye, Young Ho. Nochmal? Nee. So, damit ist auch dieser Dialog quasi erschöpft. Joa, schade, ne? Eigentlich ist die ja ganz adrett. Schaut ihr uns eigentlich hinterher? Nee. Aber so können wir uns hinstellen, dann schaut sie uns schon in die Augen. Ja, genauso. Denn mit dem Augenaufschlag, den er da hat, kommt man auch nicht weit. Anschauen können wir uns hier weiter nichts. Vielleicht können wir ja hier mal drauf schauen. Ah. Content of the board. Attention neighborhood residents. As you must be aware, Silver High School will be conducting final exams this week. We ask for your cooperation. I'm in keeping the surrounding noise to a minimum. So, die Leute sollen also die Klappe halten hier rundherum, weil wir unsere finalen Prüfungen haben. So, the students and faculty, many of whom are your own friends and family, are grateful for your support. Thank you all for understanding. President Lee. Also, er ist sehr dankbar dafür. Also diese Körperhaltung ist schon ein Traum. Vor allem, wie der Arm dahinter immer hinterher schlackert. Ein bisschen deppert, oder? Warum ist der so schwarz, der Arm? Zack, zack, zack. Entschuldigung. Das sieht ein bisschen crazy aus. Als würde der, hätte der kein Blut mehr, der Arm. Sieht eher aus wie eine Pfote. Oh, da ist bestimmt gleich unser, der mit der Brille ist unser bester Freund bestimmt. Oh je. Say ho, yo, what's up with the ambulance and who's that guy? Who's that guy? This is Seho, my classmate. He's one of the top three students in our class. Unfortunately, we both get picked on because of our nerdy hobbies. So nerdy sieht unser Hauptcharakter gar nicht aus. Bestimmt ein Schönling. Oh, Judah, oh Gott. Taehoon from Class 2B tried to commit suicide in the school last night. Oh, yeah. Geht ja gleich gut los, aber so typisch für ein asiatisches Spiel. What? Wow, that's horrible. Just wow. So have the exam started yet? Seriously? How can you ask about exams at a time like this? Anyway, the teachers are in shock and the principal called them all to the staff room a little while ago. So not yet. Also, die Prüfung haben wir nicht angefangen. Logischerweise. Ich glaube, wir haben gar nicht geträumt, oder? Das klingt alles schon wieder so merkwürdig. Wir machen mal weiter. So, Myung Gil's always giving Taehoon a hard time. You think he has something to do with this? That asshole usually doesn't realize when he's gone too far. Okay, also Myung Gil's always giving Taehoon a hard time. Also Myung Gil hat anscheinend Taehoon gemobbt. Ob wir denken, dass er was damit zu tun hatte. Ja, keine Ahnung, ich kenne den Charakter ja nicht. You could be right. Super, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Just imagine how much more peaceful our lives would be if the police threw Myung Gil's ass in jail. Also Myung Gil ist schon mal einer, dem wir wohl noch begegnen werden, der hier wohl den großen Macker gibt. Hey, I think the school officer is about to make an announcement. Okay. School Sheriff, attention everyone. Final exams will begin soon. Return to your classes. Hurry up. Wow, so they are actually gonna make us take exams right after someone tried to off himself. That's kinda messed up, ja.
The show must go on, sage ich da nur. Let's go, Duda. Oh, sag doch nicht Duda, was ist denn das überhaupt? Oder Dudder. You know, we're not getting out of finals, even over someone's dead body. Sorry, too soon? Ich dachte, er lebt noch. Er hat doch nur tried to commit suicide. Too soon, yeah, too soon. Ne, alles gut, alles gut. So, wenn man im Haus jetzt gehen würde, dann wäre es ein Traum. I guess I'd better go to my classroom and prepare for the exam. Genau. So, können wir hier mit euch reden, Chicas? Hola. I can't believe he actually tried to kill himself last night. You think he's gonna make it? He was just a freshman too. Sewa High is a pretty demanding place for fresh meat. That's not funny. I hope he's gonna be to be okay. Yeah. Okay, okay. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, paramedic. We don't have much time. Let's go. Ach, die haben gewartet, bis wir fertig geredet haben. Ah, sehr höflich. The ambulance just left. Wir können immer noch nicht hier irgendwas reinschauen. Oh, guck mal. Hallo. Sieht aus, als würde er an ihr riechen. Komm, wir riechen mal mit. Student, maybe the pressure to perform well finally got him. On the final day of exams, no less. Na, da übt man die ganze Zeit und dann... Did you see his face? I think I'm gonna hurl. Mhm. Dann hurl mal. Geh doch mal weg hier. Meine Güte, so dick ist die doch gar nicht. So, dann sollen wir jetzt wahrscheinlich hier reingehen. What's this? Oh mein Gott, er ist ganz surprised. There's a pendant on the ground in front of the gate. Hey, this belongs to Mrs. Song. I totally recognize this. I'm sure she will be... Entschuldigung. I'm sure she'll be surprised. I found it. I should put this in my bag so I don't lose it. Oh crap, it's a total mess. Note, your bag has two pockets. One for food and basic items. And the other for important stuff like the pendant. Okay. To check your bag, press B. Pressing tab switches to other pockets. Okay, dann machen wir doch mal. Ich presse mal B. Und da sehen wir, das ist jetzt also für die wichtigen Sachen, das für die unwichtigen Sachen. Aber wir haben nicht mal Essen dabei. Da ist ein Lineal, eine Flasche. Q ist back. Dann gehen wir mal back. Und dann gehen wir doch mal hier rein. Gehen wir mal da rein. Achso. E. Jetzt hat er seine Sachen rausgeholt. Joa, wir sehen schon richtig viel Action am Anfang. Ne? Also erstmal einen Selbstmordversuch natürlich. Und ich glaube, Jung Mil, habe ich den Namen jetzt richtig verstanden? Ich weiß es gar nicht genau. Der ist auf jeden Fall ein Mobber, dem wir wahrscheinlich noch begegnen werden. Und der hat wahrscheinlich für den Selbstmord dort gesucht. Oder Selbstmordversuch. Er lebt ja anscheinend noch. Jetzt haben wir diese blöde Kette gefunden. Die müssen wir zu der Lehrerin bringen. Und jetzt schauen wir einfach mal weiter. Jung Ho, the halls are still full of people talking about the incident. My class 1E is on the second floor. I should hurry. Yup. To interact with doors and stairs, press E. This works for general interactions as well. Dankeschön, Spiel. Das haben wir eben schon gemerkt. Was ist das denn hier eigentlich? Ist das direkt die Tür? Kamen wir daher? Ich will da eigentlich jetzt noch... Ah, okay. Easy. Easy. Sorry. Wollte nochmal gucken. Das sieht so aus, als würde es da zum Judgment Day gehen. Oh, das ist bestimmt Jungmil. Jawohl, das sieht man doch schon. Badass. Yo! Oh shit, it's Myungil. Ja, das hat jetzt gerade wahrscheinlich jeder auch von uns gedacht. You deaf young hoser. Get your ass over here. Myungil. Kann ich. Ich gehe wieder. Hallo Mädels. Korean literature is my favorite subject. Okay, so I failed it last semester, but I still love it, especially now that we are done with all those classic poems. Ja, also ich finde koreanische Literatur auch geil. Ist er noch da? Ja, also ich finde das auch richtig cool, macht Spaß, ne? Also ich kann zwar kein Koreanisch lesen und verstehe es auch nicht. Okay, wir müssen hin. Hello, buddy. How are you doing? So, how's it going? You ready for the exams, man? Is from class 1B. He also has the distinction of being Seba's token school ruffian. I hate this guy so much. Oh Gott, ich hab Angst. Myungil, spare me. You're trying to get on my bad side or what?
What? No, no, not at all. I'm just... Shut your trap and listen up. It would be a shame if anyone got the idea that my tough love for Taeyun had something to do with today's little incident. So you'd better not say a goddamn thing to anyone. Why would I even do that, Myung-gil? You're testing me, young officer. Don't pretend you forgot that time you breached Alpha Male Beta Fail Confidential blah, 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 and spilled the beans to that teacher of yours. You got me 1 month of community service. Einen Monat musste wirklich hier Dienst an der Weitergesellschaft leisten. Ich finde, das war zu wenig und es hat vor allem richtig viel geholfen, auch wenn wir uns ihn so anschauen. Er hat das Hemd sehr weit aufgeknöpft, er hat Muckis. Und warum die Nerds überhaupt hier rumstehen, während er da in the hallway stands. Oh Gott, jetzt fallen einem schon die deutschen Worte nicht mehr ein, während er da im Flur steht. Ich würde mich verpissen. I missed out on some quality study time because of you. If I fail the finals because I got a month of community service for a little rough housing, what would you deserve for compromising my future like that? Also er mag uns auch, das, um das mal zu übersetzen. Er mag uns, er möchte mit uns einen Kakao trinken gehen. Und er hat auch einen Glücksbärchen für uns, den er uns später schenken will, wenn wir die Prüfung geschafft haben. Dude, I won't say a thing, I swear. One more thing. What? Stay away from my girl, you little creep. Don't even go near her classroom. If a classic girl like that were to start hanging around with a chump like you, it might turn our orderly little society on its head. She belongs at the top, with me. Oh man, wirklich ein sympathischer Kerl. Also wir sollen auch seine Freundin in Ruhe lassen, die gehört ihm, wie er gerade gesagt hat, rein rechtlich, vertraglich ist sie, ja, ich würde sagen, ihm unterstellt. Ich denke, das ist auch auf rein freiwilliger Basis entstanden. Er schätzt Frauen, wie er aussieht, er schätzt die Gleichberechtigung. Ja, ich denke, so ein Typ ist er, so auf den ersten Eindruck, würde ich schon sagen. So, wir denken uns wieder einen Teil, den habt ihr wahrscheinlich schon gelesen, während ich hier blöd rumlaber. So, he's talking about my friend Mina in 1C. We're neighbors, so we've known each other since elementary school. Natürlich sind die Nachbarn und lieben sich. Ach, ist das schön. She's a great girl, for sure. Unfortunately, this psycho's crazy about her. Ah, die sind noch nicht mal zusammen. Okay. Understood? Now get out of my sight, you disgust me. Okay, good luck on the tests. Hallo? Geh mal zur Seite, du Sack. Ich will da hinten zu den Nerds. Damit der Schritt immer rauf und runter wackelt. Okay, die Leute sehen alle ziemlich gestresst aus. Können wir jetzt hier rein? Ah. So, der Flur sieht genau gleich aus. Können wir hier irgendwas machen? Feuerlöcher. Guten Tag, junger Mann, Student. What a wonderful day. The sun is shining. Not a cloud in the sky. It looks so beautiful outside. I feel so zen. Vielleicht können wir ihm ein paar Pillen abnehmen. Also der scheint ja einiges zu nehmen. You are aware of the nightmare that is exam week going on around you, right? Don't piss on my bonfire, dude. Okay. Ein netter Kerl. Ich glaube, er ist durchgedreht. Aber die Pillen helfen zumindest begrenzt. So, können wir mit euch reden? Ah, da können wir schauen. Content of the board. Today's exam schedule, first exam, mathematics. Oh yeah, da würde ich aber direkt, hätte ich auch verschlafen, glaube ich. So, second exam, social studies. Third exam, English. Fourth exam, Korean literature. Da wäre ich dann schon wieder aufgestanden für, würde mich mal interessieren. Noch nie was Koreanisches gelesen, viel Japanisch, generell, also asiatische Literatur mag ich gerne. Higashino zum Beispiel, Krimi-Autor kann ich empfehlen. Googelt einfach mal Higashino. Verdächtige Geliebte, super Buch, ein Krimi, wie er nicht anders sein könnte. Ja, auf jeden Fall richtig cool. Können wir gerne noch mal eine andere Folge drüber machen, wo wir mal über Literatur reden, aber jetzt wollen wir hier natürlich weiterspielen. This is insane. Exams in 4 major subjects all on the same day. Don't they realize how much stuff we have to memorize for Korean literature and social studies? Also diese Schuldinger in Japan, in Korea, das ist schon heftig. Also da beschweren wir uns hier über unser Abitur und ich glaube, das ist schon richtig heftig. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, man schreibt 4 Abschlussarbeiten an einem Tag. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so üblich ist, aber das ist schon richtig krass. Hi, how are you? I'm Pine, thank you, newest. Do you like spicy put? I don't know about you guys, but I'm good to go on English.
Gott. Hey guys, I think we better go. The first exam's gonna start soon. Okay, also Englisch werdet ihr verkacken. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich habe kein Wort mehr verstanden. Das ist unsere Klasse anscheinend. Da schauen wir aber erst nochmal. Die Mädels hier können wir ja belauschen. Why is Korean literature so freaking hard? Sometimes I have to wonder whether I'm even from this peninsula. Peninsula. Ich glaube, ich sollte diese hohen Stimme überlassen. Das überlassen wir mal anderen. So, was habt ihr denn noch zu reden? Wait, the math exams today? I thought the test was over Korean history. I'm toast. Ja, also wenn man das schon nicht hinkriegt. Ja, da können wir jetzt also in die verschiedenen Klassen mal reingehen. How can anyone take exams at a time like this? Somebody tried to kill himself. The school's gone mad. What? It's not like I didn't prepare. Ich wollte auch gerade sagen, aha, da hat wohl jemand sich nicht vorbereitet. Das ist so die typische Reaktion, was man sich zumindest immer denkt. Was man ausspricht, ist ja wieder mal was anderes. So, die haben mir nichts zu sagen, überwachen nur die Tür und gucken sich blöd an. Schuhe. The shoe racks are completely full. I'm probably the last person to arrive. Dann leg deinen Scheiß da doch mal rein. Nö. Der längste Flur der Welt. So, did you study enough? I practically ate my textbooks leading up to the test, but I still can't remember anything. Ja, das, man gibt ja auch richtig lernen und falsch lernen, ne? So. Dude, I'm so nervous. My parents told me that if I didn't ace these exams, not to even bother coming back home. Solche Eltern wünscht man sich doch, die auch hinter einem stehen, wenn man es nicht schafft. Wir hatten da unten hingeschissen. Boah, was ist das denn? There are no losers, only slow starters. Everyone learns at their own pace. Keep trying and stick with your classes. Remember to go for it. Your teacher. Boah, ich glaube, ich muss brechen. Nobody wants to be in 1F. I'm not sure whether it has more to do with the students or teacher. Was ist dieser Fleck da unten? Können wir uns das nicht mal anschauen? Hat da einer dran geschissen oder ist hat... Ich hab, weiß nicht mehr genau, wo er versucht hat, sich das Leben zu nehmen, aber das sieht jetzt nicht so geil aus. So, wer bist du denn, mein junger Freund? Did you hear? Tehul from 1B tried to off himself in the school last night. Ah, from 1B. Okay, das merken wir uns mal. Really, why would he do something like that? Beats me, maybe. Myung Gil finally pushed him over the edge. Or maybe he just failed an exam. But geez, isn't that taking it a bit too far? Definitiv, Mann. So, da geht's hoch, da können wir kacken gehen. Aufs Damenklo wollen wir nicht. Mal schauen, nimmt die dieselben Tabletten wie der vom anderen Fenster? Nee. So, wir rennen jetzt mal ganz kurz zurück und gehen die Klassen so nach und nach durch. Ich würde sagen, wir gehen... Was ist das? Das ist so ein bisschen verschwommen, wenn man rennt. Ich hab's eilig. Ich hab... Oh, ach so. Wo ist denn 1? 1D? 1D? 1E? Was war da vorne? Aber hier geht's auch in den zweiten Stock. Wo ist denn jetzt 1B? Ich will zu 1B. Machen wir halt. Schauen wir es trotzdem mal nach der Reihe durch. Aber logisch, die Klassenräume haben hier jeweils zwei Türen immer. Boah. Wird mal ein bisschen blöd bei. So, ich denke mal, alles andere haben wir gesehen. This isn't my classroom. I gotta get to my desk and prepare for exams. Okay. Aber, na gut, da brauchen wir es gar nicht versuchen. Please back up, we're investigating the area. What are you talking about? Let me through, I'm late. Late? Look around, buddy. This incident has left the entire school in chaos. Couldn't have said it better myself, partner. We're certain this door is connected to the case somehow. We don't need you contaminating the scene. Use the front door. Ja, okay, dann gehen wir halt vorne rein. Also wir durften jetzt nicht gucken. Ja, wir durften da nicht rein, weil... Aber was? Okay, lassen wir es. Dann gehen wir aber hier noch nicht rein. Oder hier sagt er wahrscheinlich auch nur, es ist nicht unser Klassenraum. Wir können natürlich auch erst nochmal nach oben gehen.